Ein anderer Aspekt, was vielleicht noch nicht so klar war. Wir sagen alle immer, Licht ist weiß, ja, weißes Licht. Wir wissen aber alle, dass sich das aus den Spektralfarben zusammensetzt. Und jetzt nehmen wir mal an, wir fliegen mit einer Rakete auf einen Stern zu, der normalerweise, hier gucken wir raus, hier sind die Flügel dran und wir sitzen da drin und gucken raus und sehen einen Stern, der ziemlich tiefrot strahlt. Wenn die Rakete steht, strahlt er für uns tiefrot. Bewegen wir uns auf die Rakete zu, wird sich die Farbe ändern. In welche Richtung? Gut. Wenn die Rakete steht, ist der Stern, erscheint er uns rot. Und nochmal ganz kurz: Rot ist die tiefste Frequenz, die wir sehen. Dann kommt. Ich mache es jetzt mal mit diesen paar Hilfsfarben. Und so und so. Und jetzt noch ein bisschen Violett. So. Also, das heißt, hier haben wir die tiefste Frequenz des Lichtes und tiefste F schreibe ich mal, tiefste Frequenz des Lichtes. Und wenn der Stern rot strahlt, ich also ihm entgegeneile, erwische ich mehr Wellenberge von dieser Lichtstrahlung. Das heißt, er müsste sich in Richtung Orange bis Gelb bis Grün, je nach Geschwindigkeit, verfärben. Das wäre der Zustand, bewege ich mich auf den zu. Lass es mal so sein. Dann sieht das so aus. Schön. Kommen wir aber noch mal genauer drauf auf den Wellencharakter des Lichtes. Das bis dahin. Gibt es noch Fragen? Also, man kann praktisch anhand der verschiedenen Spektralfarben, sagt man dazu, kann man auch nicht jetzt als Rakete, sondern kann man sehen, ob sich Sterne auf einen zu oder weg bewegen. Das heißt, dem Urknall etwas auf die Schliche kommen. Noch eine andere Sache ist, warum nicht das Ding, und dafür wird es auch genommen, einfach mal ausprobieren, indem ich sage,